bist in der 11., oder? Was weißt du denn noch über mich? Du hast viele Freunde und gehst manchmal abends aus. Ihr Sohn Simon hatte einen schweren Autounfall. Ich verstehe gar nichts. Wie Sie ihn sehen, wirkt er ganz normal. Aber das liegt nur an den Geräten. Wenn die Geräte abgestellt werden, ist er nicht mehr am Leben. Das ist nicht einfach, aber ich muss etwas mit ihm besprechen. In so einer Situation kann man eine Organspende in Betracht ziehen. Wenn es dazu kommt, dann ausschließlich mit dem Ziel, Kranken zu helfen, die auf ein Organ warten. Sie wissen, was ich Ihnen sagen werde. Vielleicht ist meine Zeit einfach gekommen. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Herz eines Toten leben möchte. Claire, es ist Ihre Entscheidung. Aber ein Herz findet sich nicht so einfach. Irgendwann können wir Simons Herzrhythmus nicht mehr aufrechterhalten. Dann ist es zu spät.